Das Puls ist für mich ein Ort, wo ich sein kann. Ich heiße Katharina, bin 20 Jahre alt. Ich bin jetzt seit September 2015 hier am Puls und das sind jetzt, glaube ich, 2,5, fast 3 Jahre. Ich habe das so gemerkt, da war ich in der 10. Klasse, dass ich auf Mädchen stehe und dann hat es nochmal gedauert, sich das selbst zuzustehen und dann habe ich halt im Internet geguckt und dann hat es nochmal ein Jahr gedauert, bis ich dann auch hier reingekommen bin. Man wurde sofort aufgenommen und integriert. Ich habe hier meine Freunde gefunden, mit denen ich auch außerhalb der Pulsöffnungszeiten viel mache. Und ja, genau, es hat mir halt einfach sehr gut gefallen und ich fühle mich hier wohl. Ich schätze am Puls, dass ich mich hier nicht verstecken brauche, dass jeder respektiert wird. Deswegen, das war auch eigentlich der Grund, warum ich genau in ein LGBT-Jugendzentrum gehen wollte und nicht in ein normales. Bei uns im Ort hätte es ein Jugendzentrum gegeben, aber da waren sehr viele aus meiner Stufe, die auch dahin gegangen sind. Und schon allein mit den Leuten kam ich jetzt nicht so gut klar und mich dann vor denen zu outen oder so, das kam für mich nicht in Frage. Und da fühle ich mich schon viel wohler, wenn das jetzt nicht irgendwie einen Konflikt gibt. Also ich bin damals hier hingekommen und wollte nicht wirklich sprechen. Also ich war sehr schüchtern und ich stand immer am Kicker, weil man am wenigsten reden musste, aber gleichzeitig sehr interagiert hat mit den Menschen. Und mir macht es jetzt immer noch einen Heidenspaß. Das Puls ist für mich mehr als nur ein Praktikumsplatz. Das ist für mich wie ein Ort, wie ein Wohnzimmer, wo man hinkommt, wo man sich wie zu Hause fühlt. Also mein Name ist Franziska, ich bin 25 und ich studiere derzeit Kulturpädagogik in Mönchengladbach an der Hochschule Niederrhein. Und ich bin gerade im 4. Semester. Das bedeutet, dass ich Praxissemester habe. Das heißt, ich konnte mir eine Praktikumsstelle aussuchen, die zu meinem Studienfach passt. Und habe mich dann für das PULS Jugendzentrum entschieden als Praktikumsstelle. Im März, direkt als ich angefangen habe, habe ich mit den Jugendlichen in den Osterferien einen Foto-Workshop gemacht. Also weil ich in meinem Studiengang auch mit Fotografie in Berührung gekommen bin, habe ich das hier auch irgendwie mit den Jugendlichen gemacht. Wir haben Porträtfotos von uns gemacht und da soll jetzt auch noch eine Ausstellung hier entstehen, die ist aber noch nicht fertig. Die Jugendlichen hatten total viel Spaß, sich auszuprobieren und haben das angenommen. Das hat mich selber auch bestätigt natürlich und das hat mir auch Freude gemacht. Aber am besten war, nach der Woche bzw. nach den 4 Tagen, wo wir das hier gemacht haben, hat jede Jugendliche von uns oder von mir ein Bild bekommen, was in der Woche entstanden ist. Das haben wir auch groß ausgedruckt auf DIN A4. Und dann haben wir halt gesagt, wir sind besser als Germany's Next Topmodel. Hier bekommt jeder ein Foto, weil ihr alle richtig toll seid, so wie ihr seid. Und nicht nur ein Einzelner, der irgendwie aus der Masse sticht. Danach haben sie mir halt noch Feedback gegeben. Und was sie da gesagt haben, das war so herzerwärmend, weil ich ja da auch erst ein paar Wochen hier war. Ich kannte die Jugendlichen teilweise ja noch gar nicht gut. Und die waren sehr, sehr dankbar, dass ich das mit denen gemacht habe. Haben mir richtig positives Feedback gegeben und haben auch gesagt, dass das für sie total wichtig war, dass sie so das Gefühl hatten, dass sie wertgeschätzt sind und dass sie sich wohlgefühlt haben vor der Kamera und auch hinter der Kamera. Und das war total cool, weil das eben in so kurzer Zeit schon so herzensnette Menschen und mir geworden sind und auch die Worte, die die gesagt haben, das war total Hammer. Das Puls ist für mich ein Ort, wo man Erfahrungen austauschen kann. Ja, also ich bin Mirko, ich bin 18 Jahre alt, komme aus Schwelm. Ich bin auf das Puls gekommen, als ich die Schule gewechselt habe. Ich bin hier nach Düsseldorf gekommen und da war ich so 15 und habe ich so mal gegoogelt, so schwule Jugendgruppe Düsseldorf und dann kam direkt das Puls natürlich und dann bin ich einfach mal hier hingekommen. Ich kannte sehr wenige schwule, Lesben, Bi-Trans-Leute und das war einfach wunderschön, dass man so einen Erfahrungsaustausch hier hatte, dass ich andere Schwule kennengelernt habe und einfach wegen der offenen Atmosphäre, also die Leute, die kommen da wirklich auf einen zu und zeigen dir das Puls direkt und das fand ich echt schön, eine schöne Atmosphäre, deswegen bin ich auch öfter hingekommen. Also ich habe im Puls sehr viele Leute kennengelernt natürlich, also in dem Fall würde ich Puls schon mit Freundschaft verbinden und das ist auch vor allem ein Ort zum Lernen. Weil ich gar nicht so die ganzen Begrifflichkeiten kannte, wie pansexuell und transsexuell. Und das
Hier sind einfach so viele verschiedene Leute, dass man so einen unheimlichen Erfahrungsaustausch hat. Also was ich am Puls sehr cool finde, ist eben, dass die Leute hier sehr offen sind. Also ich war schon mal in anderen LGBTQ-Jugendzentren, aber hier wirst du wirklich im Prinzip mit offenen Armen empfangen. Da versuchen wir auch immer auf die Leute zuzugehen. Es gibt auch ein Newcomer-Day zum Beispiel. Da können sich Leute, die sich unsicher sind, eine Stunde vorher hier eintreffen und dann zeigen wir denen das Puls. Also ja, einfach diese Willkommensatmosphäre, das macht das schon sehr besonders.